Dann käme ich jetzt auch schon zum letzten Themenblock eigentlich, zur individuellen Gestaltung und zur Nachbearbeitung. Da gehen wir mal wieder zurück, würde ich sagen, auf unser Beispiel mit der Klarinettensonate. Erinnert euch, das war diese Geschichte. Ich spiele es nochmal vor. Soweit. So, was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich dieses Stück meinetwegen für drei Bläser arrangieren möchte? Dann gucke ich jetzt hier nochmal in meiner Liste. Gibt es jetzt hier erstmal kein Ensemble für drei Bläser, sondern es gibt nur verschiedene andere Auswahlen. Ich kann das aber jetzt trotzdem für drei Bläser arrangieren. Was muss ich dafür tun? Dafür muss ich ins Hauptprogramm wechseln. Und jetzt kann ich mir hier auf der linken Seite ein beliebiges Ensemble zusammenklicken. Da würde ich jetzt als Ausgangslage irgendwann was wählen, was möglichst nah an dem schon dran ist. Zum Beispiel ein Blechbläserquartett. So. Und jetzt würde ich einfach mal, einfach der Einfachhaltbarkeit hier, die Posaune 2 einfach mal rausschmeißen. Die lösche ich jetzt mal. So, jetzt habe ich nur noch drei Stimmen. Und dann arrangiert er mir das für drei Stimmen. Und genau. Ich kann dann auch, also jede Stimme, die man hier einrichtet, die hat dann hier auch einen Tonhöhenbereich. Das sieht man hier. Da kann ich also beliebig einstellen, in welcher Tonhöhe denn jedes Instrument spielen soll. Und das wird dann auch in Echtzeit hier alles umgesetzt. Und ich kann sagen, für jedes Instrument, was ich mir hier auf der linken Seite eingerichtet habe, kann ich dann noch so ein paar extra Optionen einstellen, ob es dann jetzt gewisse Klangfarben nur erkennen soll, in dem Fall jetzt alle, oder ich kann sagen, jetzt nur Bläser, oder ich kann mir dann irgendwie sagen, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt das für Klavier arrangiert hätte, könnte ich mir sagen, welche Stimme denn Akkorde erkennen soll und solche Geschichten. Da will ich jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Kann man dann alles mal selbst ausprobieren. Genau.